Geschichte des blinden Sängers, der seine Seele an den Teufel verkauft, um vielleicht Erfolg zu haben, um wieder zu sehen, ist einfach so eine Faustsche, ja, grandiose Idee. So viele Lieder sind in mir, sie sind die Brücken hin zu dir, denn eine schöne Melodie macht Träume wahr. So viele Lieder sind in mir. Es geht um den blinden Johnny, der wunderschön singt. Als dann die Mutter quasi sagt, ich kann meinen Job nicht mehr machen, wir müssen das Haus verkaufen, sagt er, gut, dann muss ich jetzt die Familie ernähren und macht sich auf den Weg in ein Plattenstudio, singt davor. Und der Plattenboss ist allerdings quasi der Teufel. Unter einer Voraussetzung. Ich brauche dich bedingungslos, Johannes. Mit Haut und Haaren. Du willst doch mein Main Act sein, oder möchtest du lieber als Vorprogramm enden? Brennen, brennen, Tag und Nacht. Es geht nicht von allein. Ja, du musst brennen, brennen, lichterloh. Im Herz am ganzen Leib. So lange brennen bis zum geht nicht mehr. So wie ein Teufelsfeil. Der Teufel hat die Hand im Spiel. Viel überzeugen hat uns nicht müssen, weil die Hits und die Songs, die Evergreens von Ralph Siegel, die sind mir sowas in Fleisch und Blut eingebrannt, schon als Kind, wo ich im kleinen Frotte-Schlafanzug vor der ZDF-Hitparade saß. Du kannst nicht immer 17 sein, Hilde, das kannst du nicht. Hätte man mir damals gesagt, dass ich sowas mal später unter Aufsicht des Meisters einstudieren darf, ja, hätte ich nicht geglaubt, ist lustig. Ist schon, sitzt sehr tief, merkt man dann erst, wenn man das so spielt, dass man sagt, das kenne ich irgendwie alles sehr und fühlt sich sehr vertraut an. Wer war denn schon Cleopatra? Elisabeth I. Aha, Madonna, auch nur tralala. Ja, du musst alles tun und brennen, brennen für die Macht. Willst du der Größte sein? Auf einer großen Bühne mal einen Teufel spielen, das war eigentlich schon immer auch ein Traum. In den Nächten des Schweigens, da spür ich, wie die Angst von mir fällt. In den Nächten der Sehnsucht berühr ich mit dem Herzen die Schönheit der Welt. Jetzt ist es natürlich nur noch eine Lesung. Es kommt natürlich darauf an, wie das dann noch in Szene umgesetzt wird, wie die Kostüme mal sein werden, wie das Ballett Chinggis Khan oder Moskau tanzen wird. Das sehen wir natürlich heute Abend nicht. Aber man hört ein bisschen die Idee, man hört ein bisschen die Songs und wir haben grandiose Schauspieler, die das machen. Hu, ha, Ching, Ching, Chinggis Khan. Hey Reiter, ho Reiter, hey Reiter, immer weiter. Ching, Ching, Chinggis Khan. Auf, Mörder, lauf, Mörder, lauf. Das hat nicht nur Mitsingen-Potenzial, sondern das ist berührend. Und das finde ich, das ist das, unser Auftrag eigentlich als Darsteller, als Komponist, als Künstler, dass wir die Menschen berühren, dass wir Emotionen wecken. Und das steckt in diesem Stück auf jeden Fall drin. Theater, Theater, der Vorhang geht auf, dann wird die Bühne zur Welt. Das ist wie Theater. Ein Raum. Theater, Theater. Nur der Augenblick zählt. Kannst du überhaupt gut posen? Geh doch mal auf und ab, los. Oh mein Gott, du gehst ja wie ein Trampel. Wer saß denn um Himmels Willen in deiner Jury? Harmonika, Monika, Monika. Doch wenn die Show zu Ende ist, gehst du wieder dorthin, wo dich keiner kennt, wo du Lieschen Müller, Lieschen Müller, wo du Lieschen Müller bist. Monika, Monika, Monika. Ja. Jetzt schließ deine Augen. Und jetzt, Johnny, mach sie wieder auf. Oh. Es war nur Sand.
in deinen Augen. Das wird vergehen und du wirst sehen, wie gut ich's meine. Es war nur Sand in deinen Augen. Erst gibt es Tränen, dann ist dein Blick wieder klar und frei. Mit diesem Wunder ist deine traurige Zeit vorbei. Dann ist ja auch ein bisschen Grand Prix-Feeling dabei. Er tritt auf, gewinnt dann. Er wuchs auf ohne Freunde, denn keiner wollte spielen mit einem, der blind war wie er. Und er saß meist zu Hause, die Jungen dort draußen, die riefen nur hinter ihm her. Sie riefen Blue, 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 Johnny Blue. Welche Farbe hat die Sonne? Kinder können grausam sein. Es gab natürlich ein paar Musts, ja, die Titel, die unbedingt drin sein mussten. Moskau, Chinggis Khan, bisschen Frieden etc. Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand. Moskau ist ein geiles Land. Oh, 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 oh. Hey, Moskau, Moskau, Liebe schmeckt wie Kaviar. Mädchen sind zum Küssen da. Oh, 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 oh. Tatjana, hey, 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 auf die Liebe. Hey, hey. Die spannende Show. Hey, hey. Hey Johnny, tanz und sing um dein Leben. Oh, 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 auf dein Wohl, Johnny. Hey Johnny, oh. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Man denkt, boah, er ist so eine Legende, aber er ist auch genauso ein Verrückter wie wir alle. Also der sitzt da und macht seine Augen zu, während wir geprobt haben. Papio, Papio, Papio. Mauern mit dem Wind und du schaffst es, dass wir alle glücklich weitaus besser, als ich befürchtet habe. Es ist richtig gut geworden. Richtig. Man merkt es auch an der Reaktion des Publikums. War sehr, sehr lebendig. Es war sehr, sehr, ging sehr ans Herz. Das Ensemble war toll. Die einzelnen Solisten waren super. Es berührt einen und es ist natürlich irrsinnig sentimental und schön und hat aber Humor. Und das finde ich sehr gut. Man fand es einfach unterhaltsam, hat einfach Spaß gemacht. Witzige Geschichten und natürlich viele Lieder, die man kennt, mit denen man aufgewachsen ist, Melodien, die man kennt, einfach eine sehr schöne Kombination. Blue, 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 Johnny Blue, alle singen deine Lieder, alle, alle. Blue, 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 Johnny Blue, und die ganze Welt, und die ganze Welt.